Meerbusch. Ja, und Jugendliche und andere Geflüchtete aus der Ukraine, die müssen ja auch irgendwie mobil sein. Ein Fahrrad ist da Gold wert. In Wermelskirchen kommen die aus der Fahrradwerkstatt. Dort reparieren ehrenamtliche Schrauber alles, was sie an alten Rädern gespendet bekommen. Und das ist viel mehr, als sie erwartet haben. Peter Schneider wuchtet das nächste Rad auf den Montageständer. Wieder ein bisschen was zu frickeln, wie er sagt. Repariert wird alles. Bremsen, Gangschaltung oder wie hier die Beleuchtung. Peter Schneider und die anderen ehrenamtlichen Schrauber hatten zwar geahnt, dass viele Fahrräder in irgendwelchen Kellern verstauben, dass es so viele sind, das hat sie schon überrascht. Das ist totaler Wahnsinn, ja. Ja, aber ist normal, weil Leute kaufen sich wirklich alles E-Bikes, ne? Wollen alle bequem fahren. Aber wie gesagt, die meisten haben 4, 5, 6 Jahre im Keller stehen und sind froh, dass sie jetzt wegkommen, ne? Nicht weg auf den Schrott, sondern weg, um sie wieder flott zu machen und um sie dann an Menschen zu verschenken, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Dafür soll jedes Rad tipptopp in Ordnung sein. Es gibt natürlich Sachen, die wo wir keine Ersatzteile haben, wo wir es tricksen müssen, ne? Umbauen müssen. Aber das schaffen wir alles. Wir schaffen das. Wie man sieht. Während sie drinnen weiter schrauben, kommen draußen schon die nächsten Räder an. Peter Kirchertz organisiert die ehrenamtliche Fahrradwerkstatt. Dann tut er da eben drauf, dann könnt ihr das prüfen. Zustand der Räder bestimmen und entscheiden, welche zuerst repariert werden. Da haben sie eindeutige Prioritäten. Ja, Jugendräder, 24 bis maximal 26 Zoll. Und eben Kinderräder. Gut, da haben wir jetzt wieder einen ganzen Schwung bekommen. Weil wir davon ausgehen, die Flüchtlinge, das sind ja hauptsächlich Frauen und Kinder und Jugendliche. Weil die Männer sind ja sehr wahrscheinlich schon im Krieg. Was sie in der Fahrradwerkstatt brauchen, mehr Platz. Den haben sie hier nur nicht. Also lassen sie sich etwas einfallen, um die Räder irgendwie unterzukriegen. Denn Fahrradspenden ablehnen wollen sie auf keinen Fall. Ein paar Dutzend Räder haben die Wermelskirchner schon abgegeben an eine Initiative in Opladen, die ebenfalls Fahrräder an Flüchtlinge verteilt. Wir haben vielleicht mit 50, 60 Rädern gerechnet, aber wie gesagt, jetzt haben wir zwischen 150 und 200 werden da wohl zusammenkommen. Die Hoffnung der Fahrradschrauber, vielleicht hat hier irgendjemand in Wermelskirchen eine leerstehende Halle, die sie vorübergehend nutzen könnten. Denn lange wollen sie die Räder ja gar nicht rumstehen lassen, sondern sie so schnell es geht abgeben an Flüchtlinge aus der Ukraine.